9.5.2024, 18.30 Uhr. Es ist Vatertag. Stimmt. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe, als ich 18 war am Vatertag? Nee. Ich bin sehr früh morgens mit einem Bollerwagen voll Alkohol 1,5 Kilometer irgendwo durch die Gegend gestapft, um diese Bollerwagen-Ausrede zu haben. Welche Bollerwagen-Ausrede? Naja, dass man sich nicht einfach so mit einer Kiste Bier an den Straßenrand setzt und sich weglötet. Ist das eine Tradition oder was am Vatertag? Naja, das heißt Tradition, ja. Also, wie soll ich das sagen? Also ich habe Vatertag eigentlich immer nur gefeiert zu den Zeiten, wo ich noch kein Vater war. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Mhm. Und wenn ich mir das so anschaue, wer dann immer so unterwegs ist, ist das sehr, sehr häufig so. Mhm. Aber nicht immer. Ja, nicht immer. Aber wir wollen nicht über den Vatertag sprechen, sondern wir wollen ein bisschen auf die Woche, auf die Woche. Eigentlich sollte es mal ursprünglich ein Wochenrückblick sein, dieser Podcast, aber jetzt ist es doch irgendwie wieder schon so wieder ein halber Monatsrückblick geworden, ne? Ja. Auf was wollen wir denn alles so zurückblicken insgesamt? Ich erinnere mich eigentlich nur an meine Prüfungen. Ich bin immer noch etwas in der Verarbeitungsphase. Aber ich hatte 3 Prüfungen, Deutsch, Physik und Mathe, die schriftlichen. Und zwischendurch habe ich eigentlich fast nur gelernt. Hm. Ja, wollen wir damit dann auch mal anfangen? Also ich meine, die letzte Folge haben wir aufgenommen in Würzburg. War das Würzburg? Ja, in Würzburg. Vor der Kinovorführung. Oh, schon wieder ein Weilchen her, ne? Ja. Schon wieder ein Weilchen her. Erstaunlich. Ja, erstaunlich. Das heißt, du hast dein, ja, ich will nicht sagen dein Abi im Sack, aber es sieht ganz gut aus. Erzähl doch erstmal vielleicht, wie ist der aktuelle Status? Ja, so das, man hat ja 5 Prüfungen, 3 schriftliche und 2 mündliche. Und die 3 schriftlichen sind eben jetzt durch. Das sind meine beiden Leistungskurse, also Physik und Mathe. Und Deutsch habe ich noch schriftlich gewählt, weil die mündlichen Deutschprüfungen sehr, sehr übel sind. Ich habe mir ein paar angeguckt und dann die Fragen sind völlig unmöglich zu beantworten, die da gestellt werden. Zum Beispiel? Also es geht dann um irgendwelche Bücher zum Beispiel. Und man soll dann zum Beispiel die Beziehung zwischen 2 Charakteren beschreiben, also was die für Beziehungen zueinander haben. Hm. Oder es wird ein Charakter gewählt und man muss dann praktisch sagen, was würde der Charakter über das und das denken, zum Beispiel aus einem anderen Buch. Mhm. Also praktisch etwas, das steht da gar nicht, was die Person, was der Charakter dazu denkt, sondern ich muss die Persönlichkeit analysieren und aus diesen Ergebnissen dann praktisch zurückschließen oder praktisch die Meinung rekonstruieren, was würde der Charakter auf Basis seines Weltbildes wohl zu diesem Sachverhalt denken. Und das ist meiner Meinung nach fast unmöglich, da halbwegs qualifizierte Aussagen drüber zu machen, weil das halt mit der sehr, sehr, sehr großen Unsicherheit behaftet ist. Ja, aber ist es dann nicht auch bei diesen Aufgaben so ähnlich wie, klingt jetzt sehr banal, so wie im Kunstunterricht, dass da auch ein gewisses Maß an Kreativität einfach eingefordert wird? Kreatives Schreiben oder so in der Richtung? Oder ist es so, dass es da wirklich eine nachweislich belegbare Beziehung gibt, auf die du kommen musst dann in so einer Aufgabe? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Ich kenne ja die Erwartungshorizonte für die mündlichen Prüfungen nicht. Aber das ist halt das Ding, bei der mündlichen Prüfung kriegt man ja praktisch eine Aufgabe vorgesetzt, dann muss man solche Fragen dazu beantworten in der Prüfung. Und bei den schriftlichen kriegt man immer mehrere Optionen und in der Regel kann man darauf bauen, dass ein Sachtext dabei ist. Und das war meine Hoffnung, deswegen habe ich schriftlich gewählt, Deutsch. Und das hat sich auch bewahrheitet. Das war eine sehr gute Strategie. Okay. Aber es überrascht mich nicht, dass dir diese Aufgabenstellung, die du eben beschrieben hast, dass die dir eher schwerfällt insgesamt. Ja. Ja. Überrascht dich selbst wahrscheinlich auch nicht. Nee, tatsächlich nicht. Und gibt es viele deiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die sich dort bei sowas eher leichter tun? Oder hast du da mit anderen mal drüber gesprochen? Ja, bei also Deutsch tatsächlich ein Fach, das fast alle mündlich machen. Okay. Ich bin einer der ganz wenigen in dem Jahrgang, die schriftlich Deutsch machen. Ja, aber. Und das hat den Hintergrund, dass die diese Form von Aufgabenstellung mögen, oder? Ich weiß es gar nicht genau, warum sie Deutsch alle, wahrscheinlich auch wegen dem Rechtschreib- und Grammatik-Aspekt. Man hat halt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Abzug zu bekommen durch Rechtschreibung. Also wenn man Rechtschreib und Grammatik nicht gut kann, dann sollte man Deutsch halt nicht schriftlich machen, weil da gibt es halt viel Abzug dann, während man mündlich kann man da halt keine Fehler machen. Das ist war bei einigen, mit denen ich gesprochen habe, ein Aspekt. Aber ja, auch überhaupt diese Deutschprüfungssimulationen, die wir ja gesehen haben, haben die meisten echt recht gut gemacht.
Hm. Also sonst ist es, oft ist es so, zum Beispiel bei einer Geschichtsprüfung, bei der ich mal zugucken durfte, bei einer mündlichen, hätte ich halt die Fragen beantworten können, ohne die 30 Minuten Vorbereitungszeit und ohne das Material, das praktisch die hatten, mit dem sie arbeiten sollen. Die Fragen hätte ich auch so spontan beantworten können. Aber bei der Deutschprüfung, da habe ich tatsächlich ganz oft mir gedacht, ich hätte keine Ahnung, was ich darauf jetzt antworten sollte. Oder auch wenn man so ein Gedicht vorgesetzt, ich meine, es gibt ja dieses, man erzählt sich über Deutsch, dass es so ein Fach ist, wo man mit so ein paar Phrasen dann halt auch eine 3 kriegt irgendwie. Die Gesellschaft ist mir in den Spiegel vorgehalten. Ja, in diesem sowas. Buch. Ja. Und das mag funktionieren, aber würde dir ja auch gar nicht reichen. Ne? Erstens würde mir das nicht reichen und zweitens, es kann halt auch sein, dass du so ein Gedicht bekommst, wo du halt gar nichts zu weißt, wo du überhaupt nicht verstehst, was soll das, und dann kann man eigentlich auch nur sagen, ja, ich kann jetzt den Vorschlag machen. Ja, du bist ja niemand, der sich irgendwas aus den Fingern saugen kann. Nee. So, also der dann so sagt so, oh Scheiße, ich habe keine Ahnung, jetzt muss ich mir hier irgendwas zusammenschustern oder sowas. Das machst du nicht, sondern da wirst du es wahrscheinlich eher einfach die Aufgabe auslassen. In der mündlichen Prüfung gibt es nur eine Aufgabe in der Regel. Aber wenn ich halt so ein Gedicht dort hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, wir machen das jetzt so, wir legen das jetzt weg und Sie können mir Fragen zu irgendwas anderem stellen, weil das wird nichts. Und dann hätte ich halt entweder zu einem anderen Thema Fragen beantwortet und dann vielleicht halt keine so gute Note bekommen oder keine Ahnung, aber dass ich da über irgendwas erzähle und ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon ich selbst spreche, das würde ich nicht machen, nee. Ja, das meine ich damit. Ich bin dann einer immer gewesen, der immer noch so versucht hat, sich so rauszuschwänzelieren, irgendwie sowas. Ja. Das hat nur Sebi gut geklappt und gerade die Ebene Abitur, da brauchen wir ja bei mir gar nicht drüber sprechen insgesamt. Okay, das heißt Deutsch war auch die erste Prüfung Deutsch? Ja, es war die allererste. Die allererste war Deutsch. Und da war es so, dass du vorab da auch so ein bisschen Sorgen hattest hinsichtlich Literatur. Ja, es gab ja 4 Lektüren und wie immer Faust 1 von Goethe und dann Wojciech, Der Sandmann und Corpus Delicti. Und ich habe halt dann überlegt, okay, wie mache ich das? Es gibt 4 Vorschläge und man muss einen machen. Und dann dadurch kann man so ein bisschen auf Lücke lernen. Und ich habe halt Corpus Delicti im Unterricht schon nicht gelesen, weil ich nichts von Juli C. lesen wollte. Wir haben das gelesen, ja, eigentlich in der Corona-Hochphase 2022. Und da hatte ich absolut nicht den Kopf dafür, etwas zu lesen über eine Gesundheitsdiktatur, die die Menschen versklavt. Deswegen habe ich das gar nicht mitgelesen und habe es dementsprechend dann auch in der... Das heißt, wenn ich dich ja kurz unterbrechen darf, das heißt, deine Ablehnung zielt eher aufs Werk und nicht auf die Autorin, oder ist es dann schon eine Mischung aus beidem? Ich halte nichts von diesem Autorin und Werk trennen. Vor allem in dem spezifischen Fall als Auslöser Da kommt es halt noch hinzu, dass das ist das perfekte Beispiel eigentlich, um zu zeigen, warum es Unsinn ist, das zu trennen, weil sie trennt es auch nicht. Ja? Es ist offensichtlich, wie sich ihre Ansichten über Corona in diesem Buch widerspiegeln. Und das ist ihre Ansichten zu Corona. Das wissen wir, dass die Menschen verachtend sind und mit Hang zu Sozialdarwinismus und Eugenik. Und man kann der Schule da keinen Vorwurf machen. Wir haben sie auch im Unterricht sehr kritisch beleuchtet als Autorin. Aber ich finde trotzdem, sie hat in der Lektüreliste einfach nichts zu suchen. Okay, verstehe. Gut, aber ich hatte dich unterbrochen. Ja. Entschuldigung. Ja. Deswegen habe ich das halt nicht gelesen, aber ich habe mich dann dafür auf Faust, Wojciech und Corpus und Sandmann habe ich mich sehr gut vorbereitet, habe überall auch Notizen reingemacht. Es war dann auch halt relativ auffällig, als ich mit den 4 Büchern dann, man muss die Bücher ja vorher abgeben, damit die gucken können, steht da irgendwas drin, was da nicht drinstehen darf. Und ich habe dann halt 4 Bücher abgegeben und 3 von denen waren halt voll mit Markierungen und Post-its und so, und Corpus Delicti war halt komplett leer. Meine Deutschlehrerin meint, so ist das schon die Vorentscheidung. Das habe ich dann eben abgegeben und dann habe ich aber tatsächlich mich für einen Vorschlag entschieden, der gar nichts mit einer Lektüre zu tun hatte, nämlich einen Sachtext. Und zwar, es gab 4 Vorschläge insgesamt. Einer war über Mensch und Arbeit in Bezug auf Wojciech. Einer war so eine Dramenanalyse in Bezug auf Faust 1. Einer war materialgestütztes Schreiben zum Thema leichte Sprache, also so Inklusion. Und einer war die Analyse einer Argumentationstaktik in Bezug auf Sprache im Wandel. Und für mich stand eigentlich direkt die Wahl fest, also zwischen entweder ich mache das materialgestützte Schreiben zur leichten Sprache oder ich mache die Argumentationsanalyse. Das materialgestützte Schreiben war mir dann doch, das war mir irgendwie zu viel wiedergeben, also zu viel wiedergeben, was andere geschrieben haben.
Das hätte mich, glaube ich, ein bisschen gelangweilt. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt die Sprache im Wandel. Das war sowieso mein absolutes Lieblingsthema in der Schule auch. Ich habe gehofft, dass das drankommt. Ich habe darüber eine Hausarbeit geschrieben, auf die ich 15 Punkte hatte. Von daher, das besser hätte es eigentlich nicht kommen können. Mhm. Und das war also die Aufgabe, was waren dann zwei Aufgaben. Man hat einen Text bekommen aus der Zeit von Theo Sommer, so einem Kolumnisten. Und der war, also da ging es eben ums Thema Sprachwandel, vor allem Gender- und rassismus-sensible Sprache. Und der Text war halt, also es war Hölle, das zu lesen. Es war richtig, richtig furchtbar. Das ist ein sehr konservativer Polizist und die Überschrift war dann schon so, müssen wir jetzt den Schwarzwald umbenennen oder so. Also so richtig, richtig übel. ja, so richtig, richtig, richtig übel. Und ich hatte es auch echt gewundert, dass sie diesen Text ausgewählt haben, weil es war halt nicht mal so nach dem Motto kritisch, sondern es war richtig, richtig übel. Also es war so, ging dann am Ende auch, das ist die Tyrannei einer elitären Minderheit. Also man musste nicht besonders tief einsteigen, um Kritikpunkte zu finden. Nee, das war halt der Punkt. Es wurde richtig dämonisierend dann am Schluss. Es war jetzt keine Herausforderung, das zu zerlegen irgendwie, weil es am Ende halt auch wirklich richtig hardcore wurden teilweise fast antisemitische Dinge irgendwie, also Stereotype dort bedient mit der elitären Minderheit, die praktisch dort die Fäden zieht und versucht, unser Denken zu beeinflussen durch unsere Sprache, also richtig, richtig übel. Mhm. Die größte Herausforderung war, es waren zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe war eine Analyse und die zweite Aufgabe war eine Stellungnahme. Mhm. Die erste Aufgabe gab 70 BE und die zweite gab 30 BE. Mhm. Das heißt, es muss schon klar sein von der Aufteilung, man sollte den Großteil der Zeit sich nehmen für die Analyse und am Ende dann die Stellungnahme machen. Mhm. Und die Analyse muss ja halbwegs neutral sein. Die Stellungnahme darf persönliche Meinung enthalten, die Analyse nicht. Das heißt, ich musste 70 BE, also ungefähr drei Viertel der Zeit darauf verwenden, diesen Text zu lesen und praktisch zu neutral meine Meinung dort nicht zu weit reinspielen zu lassen. Das war richtig, mein Puls war so hoch, es war richtig, richtig schwer. Es war richtig, richtig schwer. Weil man, ich meine, man kriegt so einen Text vorgesetzt und dann soll man sich ernsthaft damit befassen. Also es kommt einem so abstrus vor, man soll einen ernsthaften Text darüber schreiben, über sowas, also man soll das rezipieren. Das hat überhaupt nicht gepasst, weil auf der einen Seite soll man so total formal und auf hohem Niveau das analysieren. Und auf der anderen Seite steht so ein Text. Kriegst du so eine Scheiße davor gesetzt. Das passt halt überhaupt nicht zusammen. Verstehe. Aber ich habe es dann doch ganz gut hinbekommen, weil das ja eigentlich auch doch eine Stärke von mir ist, die Argumentationstaktiken von anderen blank zu legen und dann zu analysieren. Also ich bin auf Fakten gegangen zum Großteil und habe versucht, die sprachlichen Kniffs, die er halt dort verwendet, um seinen Punkt zu machen, einfach zu entkräften und beiseite zu legen. Also erstmal zu zeigen, was er dort macht und es dadurch so ein bisschen zu entzaubern und dann praktisch eigentlich auf das einzugehen, was er nüchtern sagt, also was an Fakten dort bleibt und das ist fast nichts. Das war so meine Taktik, mit der ich vorgegangen bin. Und dann bin ich halt selbst, also er wird ja an sehr vielen Stellen sarkastisch und übertreibt, wie hier mit diesem, müssen wir jetzt den Schwarzwald umbenennen, und die Strategie habe ich dann halt irgendwann auch einfach gemacht und habe sie halt umgedreht. In der Stellungnahme? Oder ja, in der Analyse? Ja, in der Stellungnahme. Ach so, okay, ja. Da habe ich das Ganze dann halt umgedreht. Und zum Beispiel, es gab eine Stelle, wo er eben vor allem darauf eingegangen ist, dass man diese Wandlung zu gendersensiblen Sprache nicht gleichsetzen kann mit einem Sprachwandel, den es schon immer gegeben hat, weil der Sprachwandel, den es schon immer gegeben habe, der sei, käme ja praktisch aus der Gesellschaft heraus, also aus der Mehrheit heraus, während die Sprache aktuell aber sich nicht wandelt, sondern gewandelt wird, also von außen praktisch gegen den Willen der Mehrheit von einer Minderheit, das aufgezwungen wird. Das ist so der Gedanke. Und das ist auch die Regierung, dass es von oben herab praktisch diktiert wird. Okay, verstehe. Das war seine Argumentation. Ich habe dann auch gezeigt, wie er praktisch diese Argumentation schon von Anfang an vorbereitet, indem er zum Beispiel Passivkonstruktionen verwendet, also sehr viel im Passiv schreibt, um vorzubereiten praktisch, um schon von Anfang an durch Framing diesen Eindruck zu erzeugen, das würde von außen gelenkt, auch wenn er es noch gar nicht sagt in dem Punkt, sondern er impliziert es später. Spricht das dann halt auch so aus. Und ich habe halt auch so geschrieben, zu diesem, ja, das wird von oben herab diktiert, war ich so sinngemäß, ey, wenn ich hier jetzt ein Gender-Sternchen in dieser Prüfung verwenden würde, würde ich Punktabzug bekommen. Und du erzählst mir irgendwas von, das wird von oben herab diktiert. Das ist halt so ironisch auch, dass in dem Jahr, in dem das hessische Kultusministerium ja die gendersensible Sprache verboten hat im Abitur,
dann einen Vorschlag über das Gendern zu bringen, ist natürlich erstmal mutig. Und dann halt einzubringen, wo drin steht, das Gendern sei von oben diktiert, das ist halt, also den konnte ich nicht liegen lassen, den musste ich nutzen. Hm. Das war dann die Stellungnahme. Und ja, es war nicht schwer, sage ich mal so. Deswegen, ja. Ich glaube, das ist gut. Also du bist bei aller Nervosität, die du selbstverständlicherweise an den Tag gelegt hast, den Morgen, als wir dich, ich habe dich ja quasi auf dem Weg zur Arbeit mitgenommen, und du warst, ja gut, durch das intensive Lernen, das hat dir schon zusätzlich auch nochmal eine gewisse Sicherheit schon gegeben, aber es war halt trotzdem eine gewisse Nervosität dann da, das ist ja logisch. Aber du warst sehr happy, als du zurückgekommen bist, so insgesamt. Das Thema hat gesessen einfach das insgesamt. Thema hat, ich glaube, das gibt gesessen. Einem so ein bisschen, um im fußballerischen Kontext zu bleiben, das ist so wie so ein frühes 1-0 irgendwie so ein bisschen, glaube ich. Ne? Das gibt einem so ein bisschen Rückenwind, Sicherheit, zusätzliche. Ja. Nur zeitlich ist es ein bisschen eng geworden, weil ich meine ganzen Sachen, die ich dazu halt sagen wollte, waren sehr schwer unterzubringen alle. In der. Hm. Aber ich habe es dann doch hinbekommen und habe einen runden Abschluss gefunden. Hm. Ja, ich denke, also ich weiß natürlich nicht, wer praktisch die zweite Person ist, die das korrigiert. Also es gibt immer zwei KorrektorInnen. Ich von meiner eigenen Deutschlehrerin, die praktisch die Erstkorrektorin ist, ich kann sie einschätzen. Ich weiß, dass sie, ich kenne praktisch so ihre Standpunkte dazu und ich weiß, dass das sehr unproblematisch wird. Ich hoffe, die zweite korrigierende Person ist auf jeden Fall zumindest dann so fair, praktisch nicht die persönliche Meinung dort einspielen zu lassen. Vielleicht teilt sie auch meine Meinung. Mal gucken. Hm. Ja, jetzt sind wir mitten in deine Abi-Prüfung reingekommen und haben gar nicht eigentlich über die sehr intensive Zeit vor den Prüfungen gesprochen eben. Ich habe es eben schon gesagt, du hast schon auch recht fleißig gelernt, was ja für dich nicht wirklich typisch ist, wenn man sich so in deine schulische Karriere zurückblickt. Und es gab dafür auch einen konkreten Auslöser. Wir haben da, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen. Aber vielleicht schilderst du nur noch ganz kurz so zum alle abholen den Status. Warum ist denn jetzt ein sehr erfolgreiches Abi dir viel wichtiger als noch Ende letzten Jahres, wo du so mehr oder weniger gesagt hast, naja, ich werde das schon kriegen, ob es dann 1,3, 1,5, 1,7, 1,9 ist eigentlich auch scheißegal. Ja. Also an sich wäre es ja auch eigentlich scheißegal. Ist jetzt nicht so, dass mir das besonders, also klar, es ist schön, wenn die Note gut ist, aber ist jetzt nicht so, dass ich da besonderen Wert drauf lege, um irgendwie, ich weiß nicht, was Reputation angeht oder sowas. Deswegen war ich immer eher pragmatisch. Ich hätte dann gesagt, okay, wenn ich das in mein Forschungsprojekt investiere oder wenn ich es in Wochenendtabellen investiere, habe ich wahrscheinlich mehr von am Ende. Die Zeit meinst du jetzt insgesamt, die du investierst? Mhm. Okay. Ja. Und genau, das hat sich dann halt so an dem Punkt so ein bisschen geändert, wo ich ja dann praktisch meine Pläne für das Studium konkretisiert habe und ich vor allem die Arbeitsgruppen gesehen habe, die es an der ETH gibt, an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Ich war ja am CERN für ein Praktikum und da gab es eben einfach die besten Arbeitsgruppen in ganz Europa, meiner Meinung nach. Also auch zu den Themen, die ich eigentlich machen möchte, zu denen ich vielleicht mal forschen möchte später. Und viele von den ProfessorInnen, die dort halt unterrichten, arbeiten auch am CERN oder haben Erfahrung am CERN in der Teilchenphysik. Deswegen wollte ich unbedingt dorthin. Und dort gibt es eben für ausländische StudentInnen Zulassungsbeschränkungen, die halt voraussetzen, dass man eine bestimmte Mindestpunktzahl in den Fächern, also in Deutsch, Geschichte und in den naturwissenschaftlichen Fächern hat. Und wenn man die nicht hat, dann muss man eine Aufnahmeprüfung schreiben. Und die Aufnahmeprüfungen werden immer zentral praktisch geschrieben im Januar. Das heißt, angenommen, ich müsste eine Aufnahmeprüfung schreiben, weil ich die prüfungsfreie Zulassung nicht erhalte, dann könnte ich erst ein ganzes Jahr später anfangen zu studieren. Mhm. Und dann würde sich ja alles um ein Jahr verzögern. Dann würde sich auch der Abschluss des Studiums um ein Jahr verzögern. Und das wäre aus vielen, vielen Gründen sehr suboptimal. Ich wäre auf das eine Jahr praktisch, ich meine, ich hätte immer genug zu tun, aber ich wäre nicht gut darauf vorbereitet, dieses eine Jahr jetzt auch gut zu füllen. Es wäre kein guter Zeitpunkt dafür. Mein Abschluss würde dann nicht mehr mit Lanis Abschluss zusammenfallen. Es gäbe viele Verschiebungen, die das eher unpraktisch machen würden. Und ich habe halt auch Bock anzufangen jetzt so. Deswegen war es mir dann doch wichtig, dass ich die prüfungsfreie Zulassung bekomme. Und wenn ich auf etwas Priorität setze, dann ist es ja eigentlich meine Haltung, dass ich das dann auch kriege. Und, ja, nicht nur kriege, dass du dich dann dafür auch mit allem, was du hast, einsetzt. Ja. Das war so, also ich schwankte immer zwischen
zwischen einerseits Bewunderung, irgendwo Stolz, aber auch Sorge, wenn ich gesehen habe, wie viel du geackert hast in den letzten Wochen und wie viel du gelernt hast in den letzten Wochen. Da kam ja keine Luft mehr dran. Nee. Also du bist, ich meine, von außen sehen das, sieht das der ein oder andere ja vielleicht nicht so. Die sehen dann, oh, Jason wieder auf einer Digi-Sustain-Messe oder Jason hier, Jason dort auf irgendeiner Filmbegleitung, denkt sich, oh, macht Larifari. Aber das sind wirklich, wenn man es runterbricht, glaube ich, so ziemlich die einzigen Stunden, wo du nicht gelernt hast, also selbst auf dem Zug Hinweg und auf dem Zug Rückweg hast du gelernt, sodass eigentlich die Veranstaltungen so mehr oder weniger fast das Einzige waren, wo du mal so ein bisschen abschalten konntest, ja, insgesamt. Tatsächlich, ja, schon. Ja. Ja, es ist wie immer bei meinen Projekten. Das war das Forschungsprojekt, wo ich mit der Härte mich hintergeklemmt habe. Das war alles, was mit dem Film zu tun hatte. Das war das zweite Buch und das ist jetzt halt das Abitur. Und jetzt, ist, wenn das Abitur vorbei ist, ist es das nächste. Also es ist immer so mit Dingen, die ich erreichen möchte. Ja, und jetzt ist halt das große Ziel, dass es dieses Jahr noch auf die ETH geht. Und da bist du, würdest du sagen, kann man an das Thema Deutsch schon einen Haken dran machen, oder? Ja, Deutsch auf jeden Fall. Ja, weil was bräuchtest du in Deutsch? Ich bräuchte einen Schnitt insgesamt von 70%. Ja. 70%, das sind ja zwischen 10 und 11 Punkte. Ja. Das ist praktisch, also ich hoffe sogar, dass es mit Deutsch. Du brauchst den Schnitt, um trotzdem auf die 1,0 zu kommen? Oder was ist das? Das ist die Zulassungsbeschränkung. Okay. Das bezieht sich aber auch nur auf die Prüfung. Das heißt, die ganzen 15 Punkte, die ich in der Vergangenheit in den Zeugnissen hatte, die bringen jetzt nichts mehr dafür. Okay. Deswegen die Prüfung müssen es sein. Ich hoffe sogar, dass Deutsch so gut war, dass ich eventuell dann mir sogar, ich hoffe natürlich nicht, dass es so ist, aber dass ich sogar mit weniger als 10 Punkten in einem anderen Fach dann trotzdem noch durchkommen würde. Weil mir war von Anfang an klar, dass wenn ich in Deutsch praktisch nicht diesen Vorsprung aufbaue, dann nirgendwo. Kann's hinten raus eng werden, ja. Ja, deswegen war in Deutsch eigentlich immer relativ klar, dass ich versuchen möchte, dort 14 oder 15 zu bekommen, um halt Puffer zu haben. Und ich denke, das müsste es auch sein. Aber das ist natürlich dann schon wieder, ich will ja keine Verschwörungstheorien spinnen, aber das ist ja schon wieder sehr ungewöhnlich, dass ich muss die ganze Zeit an die Verschwörungstheorien denken, weil ich jetzt auch wieder hinsichtlich Wochenendrebellenfilm so viele Kommentare gelesen habe. Ja, genau. Und der Junge ist natürlich ökologisch und der engagiert sich antifaschistisch. Genau. Die wollen die uns eigentlich verarschen. Da musste ich schon so lachen. Ähnlich ging es jetzt hinsichtlich der Abi-Geschichte, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass, wenn man das dann so hört, okay, der kriegt sein er hat Deutsch als die erste Prüfung insgesamt so. Ja, das ist ja auch schon mal wieder ein entscheidender Vorteil erstmal. Psychologisch, was etwas zu Beginn zu bekommen, wo man weiß, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort richtig abkacke, die ist dort auch sehr, sehr gering, weil die Sorge hattest du ja eigentlich nie. Es ging eigentlich nur darum, immer nicht thematisch auf ein Feld zu geraten, um richtig abzuschmieren. Aber es bestand ja in Deutsch nie die Gefahr, so richtig vollständig abzuschmieren, es sei denn, du hättest. Wenn es so ein Gedicht gibt halt. Wenn ne? so ein Gedichtethema. Aber ich wusste ja immer, ich kann wählen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass du hast halt auch taktisch klug dich vorbereitet. Auch so, was du gesagt hast, du mit Lernen auf Lücke gegebenenfalls und bei den anderen dann aber voll dive in mit allem drum und dran. Du hast hier, glaube ich, diese drei Abiturprüfungsbücher komplett durchgezogen, hast sämtliche Prüfungen da drin einmal gemacht. Das ist natürlich auch völliger Irrsinn insgesamt. Ja. Aber Deutsch war ja nun nicht das einzige Thema. Ja. Was war denn dann der nächste Schlag? Ja. Ein Tag später kam Physik. Wo man jetzt der Außenhörer sagen würde, ah ja, da war ja was mit seinem Forschungsprojekt, das hat der mal so easy peasy weggeschnieft, wollte ich gerade sagen. Aber da hattest du auch eine gewisse Sorge vorher. Ja, weil es in Physik mir tatsächlich auch schon passiert ist bei Klausuren, dass ich dann mit 7 Punkten oder so rausgegangen bin. Ja, wie konnte das passieren? Ja, das waren Schaltkreise, das war Klasse 12, Anfang Klasse 12. Da ging es um elektrische Schaltkreise, das habe ich halt noch nie gemacht. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich war, wegen Corona war ich ja zu Hause, habe das irgendwie nicht mitbekommen, dass wir das gemacht haben, weil ich halt nicht da war. Habt ja normalerweise die Inhalte immer zu Hause mitgemacht, aber das ist mir irgendwie durchgerutscht. In der Mittelstufe haben wir es auch nie gemacht, wo anscheinend andere das gemacht haben, aber ich kam ja von einer anderen Schule, da hatten wir das nicht. Ich habe das noch nie gesehen und dann habe ich das halt vorgesetzt bekommen und das war nichts, was man sich rein logisch hätte herleiten können, sondern das hätte man halt lernen müssen und das
hatte ich nicht. Und es war halt auch nichts, was man praktisch mit Denken wieder wettmachen kann, sondern das hätte man halt können müssen oder nicht. Und das konnte ich halt nicht. Deswegen habe ich halt die Sachen gemacht, die man sich irgendwie selbst herleiten kann. Und dann waren das halt 7 Punkte. Ja. Und das halt wäre in einer Abiturprüfung halt der Killer gewesen, weil dann sind die 10 im Schnitt eigentlich kaum noch zu kriegen. Ja, deswegen, das war meine Sorge. Deswegen habe ich halt extrem gut gelernt in Physik. Also ich habe für nichts so viel gelernt wie für Physik. Und das war halt, auf der einen Seite war es insofern ein bisschen schöner, dass mich fasziniert das Fach hier. Also das, was ich da lerne, ich denke mir schon ab und zu zwischendurch nochmal wieder, boah, geil, so mäßig. Ja, das ist ein Gefühl, welches ich mein ganzes Schulleben gar nicht kannte. Ja. Und wenn ich Lani so zuhöre, auch nicht, das ist dann immer so, ah, was soll ich mit der Scheiße, das braucht doch keiner. Das ja. Ist halt, bei dir ist es ja sehr, sehr häufig, dass du beim Lernen sagst, oh, cool, und richtig eine, die Faszination dann in dich einsaugst. Ja, das versuche ich mir nicht nehmen zu lassen durch den Noten, also durch die Fixierung auf gute Noten, dass ich in den meisten Fächern versuche praktisch, mich das für auch irgendwie zu begeistern, zu faszinieren, die coolen Aspekte darin zu sehen und was über die Welt im Allgemeinen vielleicht so zu lernen. Also selbst in den Deutschlektüren habe ich dann immer so historische Hintergründe dazu angeguckt, einfach weil es dann viel spannender ist und weil man es dann lieber liest vielleicht. Oder genau, bei Physik ist es halt am einfachsten. Da gibt es halt, also an sich, wenn man sich nur auf das Abi vorbereitet, ist das halt sehr viel Formeln auswendig lernen oder herleiten lernen und bestimmte Aufgabenformate halt sich praktisch irgendwie so verinnerlichen, dass man die halt runterschreiben kann. Aber ich habe halt gleichzeitig eine Faszination für den Inhalt des Ganzen. Und das wirklich Faszinierende kommt meistens, ist nicht das, was man lernen muss, aber wenn man es mitmacht, dann macht das ganze Lernen halt viel mehr Spaß. So. Ja, deswegen, das hat mir einen Vorteil gegeben bei Physik, dass ich prinzipiell, auch wenn mir die Aufgaben teilweise nicht gelegen haben und wenn ich frustriert war, dass es alles so eintönige Aufgaben sind, so Aufgaben mit so wenig Tiefgang, war das Thema halt einfach trotzdem eines, das mich sehr begeistert und dadurch ist mir das Lernen viel leichter gefallen. Ja, und da habe ich eben auch die ganzen Vorschläge, also alle Abiturvorschläge aus 2020, 2021, 2022 und 2023 habe ich durchgearbeitet. Und dadurch, das war halt ja von Anfang an bei Physik das Klare eigentlich, dass die Rechnungen sind nicht so schwer, aber oft gibt es Aufgaben, wo man etwas erklären oder erläutern oder begründen muss und viele von den Begründungen, die sie halt hören wollen, sind eigentlich unsauber. Also nicht falsch, aber halt schon grauzonenmäßig, würde ich sagen. Also jetzt nicht so wirklich, dass man das zu 100% unterschreiben kann. Und wir haben es ja auch immer wieder ab und zu mal so gemacht im Unterricht, dass mein Lehrer so war, ja, wir machen jetzt, ich gebe euch jetzt die Abiturvariante und danach durfte ich die richtige Variante machen, so mäßig. Okay. Die halt nicht abiturrelevant ist. Ein Pauli-Prinzip zum Beispiel, das auch im Film vorkommt. Und das war mein Hauptproblem bei Physik, dass ich halt fürs Abitur lernen musste. Also ich habe mir tatsächlich diese Hefte auch vor allem geguckt, ich habe die Aufgaben gemacht, aber noch mehr Zeit habe ich damit verbracht, mir die Lösungen sehr genau anzugucken, um praktisch zu merken, was wollen sie eigentlich hören, bei was für Fragestellungen. Und das habe ich halt so gut. Und das ist halt, du hast mir das letzte Woche erzählt, wo ich gedacht habe, ich hoffe, wir denken daran, dass wir im Podcast darüber sprechen, weil ich mir das unfassbar krass vorstelle. Also für mich ist es ja sowieso schon krass, sich vorzustellen, ein Physikabitur zu schreiben. Das ist ja nochmal das eine. Aber die Situation, in einem Thema so tief drinne zu sein, dass man eigentlich ganz entspannt in die Prüfung gehen könnte, trotzdem aber dann eigentlich im Hinterkopf so ein bisschen berücksichtigen muss, so ein bisschen so wie beim Jugendforsch-Bundeswettbewerb, naja, die haben halt einfach, die verstehen mein Projekt nicht, dass man da irgendwie bei der Lösung erstmal gucken muss, ja, die Lösung habe ich auf jeden Fall, aber welchen Teil davon wollen die denn dann wirklich haben, so irgendwie so, das stelle ich mir mega kompliziert vor insgesamt. Da gibt es ja auch kein Rezept für, es ist ja nicht so, dass man sich das irgendwie herleiten kann, sondern es ist halt entweder das, was man in der Schule gemacht hat, aber das merkt man sich ja nicht, was davon habe ich in der Schule gelernt und was davon habe ich außerhalb der Schule gelernt. Das spielt ja keine Rolle mehr am Ende. Sodass man tatsächlich eigentlich sich diese Lösungen sehr genau angucken muss und dann halt, keine Ahnung, so war es dann halt auch. Ich habe so viel gelernt, dass ich halt am Ende, wenn da in der Prüfung dann sowas stand wie, keine Ahnung, erklären Sie die Funktionsweise eines Lasers, dann habe ich das Wort Laser gesehen und dann sind 5 Schlagworte in meinem Kopf, die halt in den Lösungen standen und dann habe ich zu denen halt was geschrieben. So. Das war das Prinzip, nachdem ich gelernt habe. Okay, verstehe.
Was war denn jetzt das Thema in der Deutschprüfung? Physik. Physikprüfung, Entschuldigung, ja. Also da ist es so, es gibt immer ein Pflichtthema, also es gibt auch 4 Vorschläge, man muss 2 davon machen und man muss auf jeden Fall einen Vorschlag aus einem Pflichtthema machen. Also man macht A1 und A2 und man hat B1 und B2 und man muss einmal einen von A machen und einen von B machen. Das heißt, es ist garantiert, dass man ein Thema auf jeden Fall machen muss und dadurch kann man überhaupt nicht auf Lücke lernen eigentlich. Man muss alles machen, weil es kann immer sein, dass das, was man auf Lücke lernt, das Pflichtthema wird. Und das Pflichtthema dieses Jahr war Quantenmechanik. Ja, um mal unsere Verschwörungstheorie ja, ein bisschen weiter zu spinnen. Ja. Auch das war jetzt sicherlich nichts, als du das erblickt hast, was dich schockiert hat oder dich traurig gemacht hat, sondern wo dir so ein bisschen, ich weiß nicht, rutscht, war es dann wirklich schon in dem Moment ein Gefühl der Erleichterung, richtig? Ja, okay. Ich hatte, was tatsächlich nicht hätte werden müssen, sind elektrische und magnetische Felder. Und das wurde es zum Glück auch nicht. Das musste ich gar nicht machen dann. Also ich konnte praktisch Quantenmechanik machen. Und der andere Vorschlag war dann, da ging es um Schwingungen und Resonanzen. Und Schwingungen sind ja ein Teil der Chaostheorie. Das heißt, da hatte ich Erfahrungen mit und dann habe ich den anderen halt zu Schwingungen gemacht. Und das war thematisch, war das echt perfekt. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist komplett, weil ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe, was Sie hören wollen. Aber das Thema hätte nicht viel besser werden können. Ja. Und das heißt, was wäre denn jetzt nur mal, um erstmal beim Thema Verschwörungstheorie zu bleiben, was wäre denn so dein Wunschthema für Geschichte? Mein Wunschthema für Geschichte wäre Kalter Krieg. Okay. So die, ich bin weniger so Fan von den innenpolitischen Geschichten und den gesellschaftspolitischen Geschichten, wie haben die Menschen wann gelebt, das ist weniger meins. Interessiere mich eher so für die großen globalen Entwicklungen, Geopolitik, die Konfrontation im Ost-West-Konflikt, Stellvertreterkriege in Vietnam, in Korea. Das wären so Themen, die würde ich sehr dankbar annehmen. Okay. Aber zurück zur Physik waren wir stehen geblieben. Uns hat es gerade die Aufzeichnung zersemmelt. Deswegen müssen wir eigentlich nicht komplett neu anfangen, aber dort nochmal einsteigen. Ich wollte dich zu der Physikarbeit noch fragen, was denn jetzt zum Thema Quantenmechanik die konkrete Aufgabenstellung war? Es waren ja immer ganz viele Aufgabenstellungen, aber im Prinzip, das Thema war das Bohrsche Atommodell. Ja. Und das wäre auch eins meiner Lieblingsthemen gewesen. Das war tatsächlich mein absolutes Lieblingsthema, weil da kann man halt sehr genau so die Wesenszüge der Quantenmechanik dran erarbeiten. Also dass Wirkungen halt nicht praktisch jeder mögliche Wirkungsbetrag auftreten kann, sondern es immer Vielfache sind eines Wirkungsquantums. Also sagt man, die Wirkung ist quantisiert, sie kann nur in bestimmten Paketen auftreten und nicht in jedem beliebigen Wert. Und das sollte man halt letztlich herausstellen, das war der Sinn hinter dem Vorschlag, dass man halt zeigt, wie das Bohrsche Atommodell, welche quantenmechanischen Aspekte hat es und welche klassischen Aspekte hat es. Es ist ja eine Art Übergang zu dem heutigen Atommodell. Das ist ja das Lustige am Bohrschen Atommodell. Letztlich, das Bohrsche Atommodell in der Form ist widerlegt. Das ist falsch, aber trotzdem schreibt man einen Vorschlag darüber. Das sagt halt schon vieles über. Aber genau, man soll es eben als eine Zwischenstufe zur Entwicklung des heutigen quantenmechanischen Atommodells, Schrödinger-Gleichung, soll man es verstehen. Und die Aufgabenstellung war letztlich, man hatte halt Atome, wo bestimmte Elektronenübergänge passieren und dabei entsteht Licht. Und man sollte halt mit einer Formel berechnen, wie viel Energie haben die Elektronen in welcher Entfernung zum Atomkern, also auf welcher Schale, sagt man. Und dann gab es bestimmte Übergänge, also Sprünge, Quantensprünge zwischen Schalen. Und man sollte berechnen, wie viel Energie wird dabei frei und welche Wellenlänge hat das Licht, das dabei entsteht. Und dadurch sollte man herausfinden, bei welchen Übergängen entsteht sichtbares Licht und bei welchen Übergängen entsteht nicht sichtbares Licht. Das war praktisch der erste Teil der Aufgabe. Ja gut, den hattest du nach 5 Minuten fertig. Oder? Den hatte ich echt sehr schnell fertig. Das, das war der. Ich wollte gerade sagen, hätte ich auch, aber ich habe die Fragestellung noch nicht mal genau verstanden. Ja. Und dann ging es, wo es eben spannender wurde, da ging es dann eben um die Wesenszüge der Quantenmechanik. Sprich, man sollte zum Beispiel erklären, ja, wo liegen denn die Grenzen des Bohrschen Atommodells, woran scheitert es, was kann es nicht erklären. Man sollte erklären, was ist das Quantenmechanische am Bohrschen Atommodell und was ist noch das Klassische. Eins. Es war das Paare von virtuellen Teilchen. Das stimmt hier nicht. Zum Beispiel ist es ja so, dass beim Bohrschen Atommodell, es sagt ja letztlich, die Elektronen bewegen sich eben auf diesen Schalen um den Kern.
auf Kreisbahnen. Und je weiter sie entfernt sind, desto energiereicher sind sie. Energiereicher, ja. Auf jeden Fall. Und der Punkt ist aber, dass es ist ja so, dass bewegte Ladungen geben elektromagnetische Strahlung, also Licht ab. Und beschleunigte Ladung. Und auf einer Kreisbahn sind Objekte immer beschleunigt. Das heißt eigentlich, die Elektronen, die sich auf einer Kreisbahn um den Kern bewegen, müssten ständig Strahlung abgeben, an Energie verlieren und in den Kern stürzen. Das heißt, nach dem Bohrschen Atommodell wären Atome gar nicht stabil, sondern müssten eigentlich kollabieren. Das ist ein Widerspruch, den man zum Beispiel erwähnen kann, den das Bohrsche Atommodell letztlich ohne Grenze ist. Oder die Elektronen im Bohrschen Atommodell haben fest definierte Orte und gleichzeitig fest definierte Impulse und Geschwindigkeiten. Und das widerspricht der Heisenbergschen Unschärfe. Ich wollte gerade sagen, gemäß der Heisenbergschen Unschärfe-Relation geht das ja gar genau. nicht. Genau. Ja. Genau. Deswegen, das sind alles Dinge, die man dort erwähnen konnte. Das ist natürlich sehr schön. Und ganz am Ende gab es dann eine Aufgabe, die so ein bisschen gekratzt hat an dem weitergehenden, interessanteren. Nämlich sollte man da zeigen, dass es ging um Interferenz, also um die Überlagerung von Wellen eigentlich. Mhm. Wenn verschiedene Wellen aufeinandertreffen, dann entstehen ja im Wasser zum Beispiel, wenn man zwei Steine ins Wasser wirft, dann entstehen ja so Muster, Interferenzmuster, weil eben Wellen sich dann verstärken oder gegenseitig abschwächen können. Und das ist eigentlich ein Objekt, das beobachtet man, ein Phänomen, das beobachtet man eben zum Beispiel bei Wasserwellen oder bei Schall oder bei Licht. Und da erwartet man auch, weil es sind ja Wellen. Mhm. Und in dem Vorschlag ging es jetzt darum, dass man Interferenz beobachtet bei Elektronen. Und das ist natürlich sehr komisch, weil Elektronen stellen wir uns ja vor im Bohrschen Atommodell als Kugeln. Mhm. Wie sollen Kugeln miteinander interferieren? Das sind ja, also Interferenz funktioniert ja nur durch Wellen, wo sich die Berge und die Täler verstärken. Und das ist total widersprüchlich erstmal, dass feste, solide Objekte wie Elektronen Interferenz erzeugen sollten. Und da war eben, das war eben dieser entscheidende Punkt, dass auch Elektronen Welleneigenschaften haben. Und dann wird es halt sehr unvorstellbar, weil man praktisch nicht mehr sagen kann, Elektronen sind Teilchen oder Elektronen sind Wellen, sondern Elektronen haben Teilcheneigenschaften und sie haben Welleneigenschaften. Okay. Sie sind nichts davon so wirklich. Hm. Und diese Interferenz sollte man dann eben ein bisschen untersuchen und da ein paar Rechnungen zu machen. Und ganz am Ende sollte man anhand eines Versuchsaufbaus zeigen, dass, um Interferenz zu erzeugen, nicht zwei Elektronen miteinander interferieren müssen. Also man würde ja denken, okay, wenn sie sich schon Elektronen interferieren, dann braucht es mehrere Elektronen, die zusammen miteinander wechselwirken. Aber in dieser letzten Aufgabe sollte man praktisch noch zeigen, da stand nicht zeige das und das, sondern beurteile, ob praktisch mehrere Elektronen für Interferenz nötig sind. Und der intuitive Gedanke wäre gewesen, ja. Aber ich wusste, dass die Antwort nein ist, bevor ich es berechnet habe, weil ich ja die Antwort schon wusste letztlich. Deswegen habe ich am Anfang auch schon Nein hingeschrieben, weil ich mir nicht sicher war, ob ich die Rechnung hinbekomme, aber ich wusste das Ergebnis schon. Und dann war eben der Weg der Rechnung, dass man halt dadurch dann zeigen sollte, nein, auch ein einziges Elektron kann Interferenz erzeugen. Und dann kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, weil dann muss man sich ja praktisch vorstellen, dass es irgendwie mit sich selbst interferiert. Ja, aber es war ein sehr guter Vorschlag. Dann kam Mathe. Ja. Achso, Punkte zahlen noch Physik, wie sieht's da aus? Ich hoffe, dass es eine 1 ist. Ich tippen müsste, würde ich sagen, 13. Aber es kann auch weniger sein oder mehr. Da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Mathe. Ja, Mathe war tatsächlich das anspruchsvollste von allen, weil es das längste ist. Ja, man muss sich, ich glaube 355 Minuten sind das ja, also man muss sich echt richtig lange konzentrieren. Man hat 4 Vorschläge, die man machen muss, also 3 mit GeoGebra, also mit Rechensoftware und einen hilfsmittelfreien, also ohne Formelsammlung, ohne Computer. Und das war echt hart, weil ich war sehr unkonzentriert und unruhig an dem Tag, also ich war nicht in guter Verfassung. Und ich saß da wirklich am Anfang und konnte halt gar nichts. Also es war irgendwie alles weg. Und dann war es gleichzeitig noch, dass irgendwie Bauarbeiten waren nebenan. Das heißt, es war extrem laut die ganze Zeit. Und wenn man sich eh schon nicht konzentrieren kann und dann ist es noch laut, dann kann man es halt gleich aufgeben eigentlich. Das heißt, ich habe dann versucht, dort irgendwie
halt das hinzuschreiben, was ich weiß. Aber das hat erst nicht so gut funktioniert. Und ja, dann habe ich irgendwann einfach Pause gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, es funktioniert so auf keinen Fall. Und ich auch wirklich so Paranoia hatte irgendwie, ja, was, wenn ich jetzt hier 3 Punkte schreibe oder so und dann ist es praktisch nicht mehr möglich und dann kann ich nicht auf die ETH, dann muss ich 1 Jahr warten und was mache ich dann in dem Jahr? Und dann steigert man sich sehr schnell in Panik rein. Ja, deswegen habe ich dann Pause gemacht, bin auf Toilette gegangen, habe was gegessen und getrunken und habe halt, ich wusste, das wird, werde ich richtig bereuen am Ende, weil die Zeit fehlt dann, aber es ging halt nicht anders. Ja, und nach der Pause habe ich dann diesen Analysis-Vorschlag, an dem ich, bei dem ich nichts hingekriegt habe, weggelegt und habe Stochastik und lineare Algebra gemacht. Und das ging total gut. Das war richtig leicht. Ja, und dann ganz am Ende habe ich dann gedacht, okay, ich versuche es jetzt nochmal mit dem Analysis-Vorschlag. Und dann war der plötzlich auch leicht. Also es war richtig komisch. Das sah alles unlösbar aus. Und ein paar Stunden später dachte ich, wieso habe ich das nicht hingekriegt? Ich habe auf jeden Fall auch den falschen Vorschlag gewählt. Also ich habe meine Auswahl zu schnell getroffen, weil ich gedacht, wenn ich schneller die Auswahl treffe, habe ich mehr Zeit zum Rechnen. Das war ein Fehler. Weil ich habe definitiv den schwereren Vorschlag gewählt. Ja, aber am Ende ging es doch noch ganz gut aus. Sehr schön. Und jetzt, da nur noch, in Anführungszeichen, nur noch die mündlichen Prüfungen bevorstehen, ist es schon auch so, dass du, dass da so ein bisschen was von dir abgefallen ist. Also, dass du fühlst dich über den Hügel schon drüber oder? Ja, das schon. Ja, ich, gut, wirklich spannend wird es dann ja, wenn ich die Ergebnisse kenne, weil letztlich muss es in erster Linie halt ausreichen für die prüfungsfreie Zulassung. Und, aber ich gehe stark davon aus, dass es das tun wird. Aber klar, die Ergebnisse werden nochmal spannend. Die kommen dann im Juni. Ein bisschen mehr. Ja, da würde ich doch sagen, dann stoßen wir doch an mit einem Schluck Michas Malz. Micha ist einer unserer neuen Unterstützer auf Steady und hat ein Paket gebucht, wo er auch eine Malzbiertaufe bekommt. Vielen Dank, Micha, für deine Unterstützung. Prost auf dich und natürlich auch auf dein Abi-Peak. Mhm. Was lag noch außerhalb des Abis an? Was gibt's noch Spektakuläres zu erzählen? Na, ich war auf der DigiSustain. Genau, was ist die DigiSustain und wie war es da so? Das ist eine große Messe in Frankfurt, wo es eben um Digitalisierung und Nachhaltigkeit geht grundsätzlich, aber eben aus allen möglichen Facetten. Also die Nachhaltigkeitsziele, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN spielen eine große Rolle und es gab eben auch einen Themenkomplex Nachhaltigkeit und Sport. Und in dem bin ich eben auf mehreren Panels auch mit mehreren Panels aufgetreten, in mehreren Gesprächsrunden und habe mich dort beteiligt, weil ich eben eingeladen wurde. Und ja, ich habe mich auch ein bisschen umgeguckt. Ich hatte nicht so viel Zeit, weil ich natürlich auch zwischen meinen Panel-Auftritten dann gelernt habe in der Regel. Aber ab und zu konnte ich mich auch mal umgucken bei anderen und habe dort Kontakte geknüpft, wurde zum Supercup eingeladen, habe tatsächlich Menschen aus eben dem aus höheren Positionen im Sport beim DOSB oder DFB mit denen gesprochen, unter anderem, also viele kannten halt den Film und haben mich angesprochen und ich hatte ja vor einer langen Zeit mal die Idee präsentiert, dass man doch die nachhaltig sozialen Kriterien aus der Vereinssuche doch am besten einfach gleich mit ins Sportliche übertragen sollte. Also das war ja mal meine Idee, dass praktisch so ein Algorithmus entwickelt wird, der quantifiziert in einer Art Punktzahl, wie nachhaltig verantwortlich sind diese Vereine. Und daraus errechnet sich praktisch eine Startpunktzahl, mit der man in die Saison startet. Und wenn ein Verein halt einfach seine sportliche Stärke aus Raubbau an den natürlichen Ressourcen schöpft, dann muss dieser Vorteil entsprechend ausgeglichen werden durch eine negative Startpunktzahl. Dann startet eben ein Verein, der einen fossilen Sponsor hat zum Beispiel, muss dann halt mit minus 20 Punkten vielleicht in die Saison starten, um mehr Fairness zu schaffen und um eben einen Anreiz dafür zu schaffen, dass der Sport seiner Verpflichtung zur Einhaltung der Emissionsziele nachkommt. Das war eine Idee. Und die konnte ich dann ja praktisch mal dorthin bringen, wo sie hingehört und konnte mit Personen, die es betrifft, mal darüber sprechen. Aber Begeisterung bestimmt groß, oder? Teilweise so, teilweise so, ne? Aber ja, unter anderem war auch Begeisterung da.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ja. Ja, das kann ich mir lieber vorstellen. Ja, war total skurril irgendwie, dass du da zwei, weil ich habe dir ehrlich gesagt, habe ich diesen Auftritt auch ein bisschen erschwert, ne? Also ich versuche natürlich aktuell für dich so alles, was so Auftrittswesen und so weiter angeht, so ein bisschen zu koordinieren und zu organisieren. Wir sind ja jetzt auch wieder zu den ersten Terminen für Lesungen, einmal am 19. Mai hier in der Region Kassel, dann bist du am 30.05., das ist allerdings nicht Lesung, sondern Filmbegleitung in Erfurt, dann sind wir am 5.06. sind wir zusammen in Berlin, am 7.06. bist du in Berlin alleine, also es liegt dann doch das ein oder andere Termin nicht an und weiteres ist es in Abstimmung, aber Digisustain war am 29. 30. April. Und ich habe das mit dem Erfurt-Termin irgendwie übereins gebracht und habe gesagt, der ist auch am 30. April. Und habe, obwohl du das eigentlich bis dahin sehr, sehr gut selbst organisiert hast, da mal reingegrätscht, habe alle Termine durcheinander geschmissen, bis wir dann festgestellt haben. Und das war, ich meine, du warst schon in Frankfurt, ne? Du wolltest eigentlich jetzt nur noch wissen, okay, wann muss ich denn noch mit in Erfurt sein? Bis dann, du hast sogar das Instagram-Reel schon hochgeladen, dass du dich dann weiter nach Erfurt machst, bis dann einer schrieb, ist die Veranstaltung nicht erst im Mai? Dann ist mir aufgefallen, dass ich da ein bisschen was durcheinander gebracht habe und für Chaos gesorgt habe, was das angeht insgesamt. Das war nicht so sonderlich klug vom Papsi. Ja, ja, was gab es noch außer der Digisustain? So viel dürfte es gar nicht gewesen sein, glaube ich. Ne? Ich überlege gerade. Ich war noch in Die Physiker im Theater. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wann war das denn? Das war irgendwann abends mal. Okay, hier in Kassel. Als ich was zum SVN bringen musste. Ja. Bin ich noch abends dort geblieben. Ja, das war, ich meine, das Werk Die Physiker, das hat mir schon immer sehr gut gefallen, weil es ja die Verantwortung der Wissenschaft thematisiert. Also das Thema ist ja irgendwie, es geht ja so grob darum, dass ein Wissenschaftler Möbius entwickelt praktisch eine Art Weltformel, von der er halt weiß, dass sie sehr, sehr zerstörerische Anwendungen haben könnte und lässt sich praktisch in eine Psychiatrie einweisen, um praktisch den Eindruck zu erwecken, er sei eigentlich nicht zurechnungsfähig und das, was er davon sich geben würde, hätte eigentlich gar keinen Inhalt, um irgendwie dafür zu sorgen, dass dieser Gedanke, den er hatte, wieder ausgelöscht wird und dass der sich bloß nicht verfestigt. Und die Moral von dem Ganzen ist so ein bisschen, was halt einmal gedacht wird, lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Und da wird eben sehr viel thematisiert, der Inhalt der Physik, der geht vielleicht nur die PhysikerInnen an, aber die Auswirkungen der Physik, die gehen alle an. Und das ist natürlich ein auch Berufsethos und ein Verständnis, das ich sehr, sehr, sehr stark teile. Sei das historisch in Bezug auf Atomwaffen, aber ich finde es auch heute in Bezug auf die Klimakrise sehr, sehr gut anwendbar. Deswegen war es ein Thema, was mir sowieso immer gefällt und das wollte ich mir mal angucken. Okay. Ja, ich kann eigentlich gar nichts groß berichten. Ich habe einen spannenden Podcast entdeckt, Wild Wild Web. Den kann ich empfehlen. Sehr skurrile Themen, aber immer so irgendwie so im Kontext Entwicklung, Digitalisierung, Internet. Ja. So aus dem Kontext heraus war sehr, sehr spannend. Haben einmal zum Beispiel eine Doppelfolge, die heißt The Great Wall, glaube ich. Da geht es um das, was ist die Mehrzahl von Internet? Internet? Ich weiß es auch nicht. Aber bräuchte man eine Mehrzahl? Na, es gibt ja, gibt es nicht Staaten, die praktisch versuchen, irgendwie ihr eigenes Internet aufzubauen? Genau. Und der Podcast erzählt über zwei Folgen die Geschichte, wie China sich das eigene Internet gebaut hat insgesamt und wie es heute dann tatsächlich so weit ist, dass andere autoritäre Staaten mit großem Interesse danach fragen, wie das aufgebaut wurde. Also das ist zum Beispiel eine Folge. In einer Staffel geht es um die Entwicklung von Kim.com. Der dürfte an dir wahrscheinlich so ziemlich vorbeigerauscht sein. Das dürfte nicht ungefähr so dein Alter sein. Das ist sehr, sehr gut. Und es gibt, so ulkig das ist, eine mehrteilige Reihe über Pornhub und die Entwicklung dieses Geschäfts, da war auch ein Deutscher sehr intensiv dran mit beteiligt, super, super spannend, kann ich empfehlen, Wild Wild Web, du kannst es ja, wenn du nachher dran denkst, vielleicht mal mit in den Shownotes verlinken insgesamt. Ansonsten, Ich bin mit dem Zug gestrandet.
Wo bist du mit dem Zug gestrandet? Ja, auf dem Rückweg, stimmt, von Frankfurt. Das war sehr schön. Das hat den Tag nochmal abgerundet. Das hat den Tag schön abgerundet. So, ja. Erst drei Pendels voll Stress fürs Abi und schön mit dem Zug nochmal irgendwo in der Pampa stranden. Das war echt cool. Das hat dir gut gefallen. Ja, vor allem auch wirklich in so einem richtig kleinen Bahnhof, wo sie dann die Türen aufgemacht haben. Und du bist so kaputt. Ich auf den Bahnsteig, in die Tür vom ICE rein, praktisch mit den Füßen auf den Bahnsteig und da gelernt. Das war ein sehr schönes Feeling. Ja. Dann gab es wieder Notfallwasser und die Schlange, das Bordbistro war praktisch, der Bahnhof war so kurz, dass das Bordbistro praktisch außerhalb des Bahnsteigs war. Das heißt, man musste woanders in den Zug rein und dann durchlaufen und dann wieder ein paar Wagen zurück und da wieder raus. Okay. Und die Schlange war irgendwie drei Wagen lang im ICE, alle waren richtig angepisst und es hieß dann, ja, wir fahren jetzt zurück nach Frankfurt. Also es ging auch nicht weiter, weil ein Böschungsbrand war. Und es ging halt eigentlich nur um 45 Minuten von Frankfurt nach Fulda. Aber das hat halt dann 4 Stunden gedauert oder so. Die Leute waren so angepisst und die meisten mussten auch noch bis nach Berlin oder Dresden weiter. Also das war richtig lustig. Ja, und du sitzt dann wirklich immer völlig entspannt und denkst, oh geil, und kannst dich daran erfreuen, ne? Ja, also es war jetzt auch gut, wenn ich jetzt einen Termin gehabt hätte, dann kann ich das natürlich nachvollziehen. Gut, wenn es jetzt Hinweg gewesen wäre. Ja, aber ich musste nur noch nach Hause. Aber so Rückweg, wenn es nur noch darum geht, irgendwann nach Hause zu kommen, das hätte sich noch sehr lang ziehen können. Dann würdest du wahrscheinlich, wenn du es abwägen dürftest oder selbst entscheiden dürfen, oh, jetzt gleich in einer Stunde zu Hause oder noch eine schöne Stunde Notfall-Evakuierung, dann würdest du die evakuieren. Ja. Das ist so geil, ja. Gut. Dann haben wir es eigentlich erstmal wieder, oder? Ja. Würde ich sagen. Denn es ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist, es wird auf jeden Fall für Papsi Zeit, ins Bett zu gehen. Es ist nämlich schon, 19.25 Uhr. Ja, habe ich noch eine halbe Stunde. Ja. Und dann müssen wir am Wochenende schon wieder podcasten. Ja. Damit wir jetzt wieder in die schnellere Taktung kommen insgesamt. Ja. Kriegen wir aber hin. Ja.